Wer hat schon Zeit, sich alle Spiele selber komplett anzugucken? Daher für euch zusammengefasst die Top 10 Highlights vom zweiten Spieltag. Auf der 10, Wang Chi antizipiert hier sehr, sehr gut und geht vorne zum Rückhandblock. Damit verwandelt er dann den Matchball und holt sich das 1-0 für den ASV. Auf der 9, der ehemalige Nationalspieler für Deutschland, Bastian Steger, versucht hier irgendwie durch die Wand von Ja durchzukommen und packt dann zweimal seinen Signature-Rückhandschlag auf den Tisch. Aber Steger kommt noch durch. Matthias Falk möchte ab jetzt nur noch The Flash genannt werden. Da brauchen wir definitiv Le Snowmo, um zu sehen, was er da geleistet hat. Topspin weggeblockt zum Matchball. Alvaro Robles schlägt hier zum Matchball auf. Kilian Ort macht sich ganz lang und kassiert dann die 345 km/h Vorhandkelle. Auf der 6 empfängt euch Omar Assa mit seinem Einsteiger-Tutorial, wie man eine Rückhand umläuft. Oh, das ist natürlich klar. Aus diesem passiven Bereich, in dem er war, dann wirklich aktiv und geht auch jetzt wirklich gut rum. Auf der 5 der 22 Jahre alte Rumäne Christian Pletea, der den 12 Jahre älteren Steffen Mengel mal ordentlich laufen lässt. Lass ihn rennen, den alten Mann, denkt er sich. Beide teilweise mal hinten gewesen, ne? Richtig Bewegung am Tisch. Auf der 4 ein kleines Ratespiel. Findet mal heraus, welches wohl Quadria Runas Lieblingsschlag ist. Von beiden, aber auch klasse, von wirklich von beiden Akteuren da. Mit einer EM-Silbermedaille im Rücken geht Darko Jorgic hier ins Rennen. Und schaut euch mal an, wie perfekt die Kameraperspektive wechselt, um zu sehen, wie weit Lev Katzmann da hinterm Tisch steht. Das könnte ein Ballwechsel des Spieltags werden. Würde ich auf jeden Fall nominieren. Okay, nehmen wir. Und nochmal Kanak Ja gegen Basti Steger. Ihr kennt das Prinzip inzwischen. Ballonabwehr und dann Yalla. Super, super. Schade, spielt es so gut raus mit dem Wechsel ins Vorhand, Rückhand, Vorhand und dann Steger nach hinten. Das geht nur so für Kanaka mit viel über die Vorhandseite. Ja, wenn er den hinten hat. Und die Stelle von Steger so schön, also so lang auf Grundlinie und dann kann der mit Rückhand einfach noch das hier. Christian Pletea ist diese Saison von Grenzau nach Bremen gewechselt. Er ist aber keineswegs abgehoben, sondern auf dem Teppich geblieben. Er ist ein Mann des Volkes. Er sucht die Nähe zu seinen Fans. An der Seite ab. Hier sehen wir es in der Slow-Mo. Er reicht den Tisch nicht mehr. Sicherlich.